Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es spiegelt sich ja so ein bisschen die Debatte aus der Aktuellen Stunde wieder, was ich gar nicht schlecht finde. Wir als das Raum mit das größte Flächenland mit dem auch größten Problem an der Stelle, mit den größten Herausforderungen, mit dem größten Interesse daran, dass wir dafür Lösungen finden, dass wir dafür Alternativen aufmachen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir diskutieren über den Antrag der Fraktion Die Linke, Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im ganzen Land. Als ich den Antrag gelesen habe und gesehen habe, dachte ich zuerst, wie bei so einem schönen Puzzle, wo man sich freut. Ich habe selber als Kind in einem kleinen Dorf mit 5 Häusern gewohnt. Da dachte ich, was für ein tolles Puzzlebild draußen auf diesem Karton. Und dachte, wow, das kann was Tolles werden. Dann habe ich aufgemacht und da muss es eben wohl passiert sein, dass sie da zig verschiedene Puzzle zusammen reingeschmissen haben. Und beim Zusammensetzen funktioniert das einfach nicht. Also das, was draußen drauf ist, ist nicht drin und es funktioniert auch nicht, wie Sie das aufgeschrieben haben. Sie haben da eine Menge zusammengemacht, also leider zu viel Versprechung als das, was drin ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich ein Junge war, ich habe gerade erzählt, 5 Häuser hatte das Dorf. Bei uns gab es weder Arzt, noch gab es eine Lebensmittelversorgung, es gab keinen Bus, es gab kein Rathaus, es gab kein Dorfzentrum. Mit dem Hund kann man sehr gut spazieren gehen, direkt am Wald. Wir sprechen jetzt über das Mobilfunknetz der 5. Generation. Es gab die vierte Generation, nicht die dritte, die zweite nicht. Wir haben damals, weil es keinen Telefonanschluss gab, weil uns das Kupferkabel fehlte, hatten wir ein Telefon im damaligen C-Netz. Ich weiß nicht, ob Sie die Anlage noch kennen, sie war ein bisschen größer. Ich glaube, man hätte sie einfach heutzutage in ein Flugzeug auch gar nicht mehr reinbekommen. Aber ich will weg von vor 25 Jahren. Ich habe gelernt, wir debattieren darüber, was eigentlich aktuell ist. Und vor 25 Jahren haben wir vor 30 Jahren andere. Bei mir ist dieses Bild 25 Jahre, weil es der Moment ist, wo ich mich erinnere, wo ich durch dieses Dorf gelaufen bin, hat sich eine Menge getan. Ich bin jetzt aber als Erwachsener durch dieses Dorf gefahren, vor wenigen Monaten, muss feststellen, als Junge war es ein riesiges Dorf. Jetzt ist es sehr klein, sehr verwinkelt, hat trotzdem gemachte Straßen. Es ist in der gesamten Region gut eingebunden. Meine Damen und Herren, wenn man Revue passieren lässt, was wir in diesem Land erreicht haben, was wir in diesen 30 Jahren gemacht haben, und was wir auch an Maßnahmen haben, dann kann man eigentlich schon sagen, dass wir in diesem bundesweiten Vergleich, gerade dieser Frage, wie wir mit West und Ost umgehen, doch einen Vorteil haben. Denn das, worüber wir im Bund sprechen, machen wir schon. Wir stellen uns regelmäßig die Frage, wie ist es der Unterschied zwischen Stadt und Land? Wie ist der Unterschied auch bei uns im Land zwischen West und Ost? Wie ist bei uns der Unterschied zwischen den urbanen Gebieten, wo wir die ganzen Angebote haben, zu den Orten, die sehr, sehr weit weg sind von diesen urbanen Gebieten? Denn das ist ja die große Frage. Wir können in dem urbanen Raum, wir können auch in den kleinen Zentren, können wir sehr viele Angebote anbieten. Aber wir können sie nun einmal nicht bis in das Dorf, in dem ich gewohnt habe, mit 5 Einwohnern bringen. Selbst wenn wir unser Dorfladenprogramm haben, in dem wir versuchen, multifunktionelle Räume zu schaffen, wo auch mal ein Arzt hinkommen kann, wo auch mal ein Friseur hinkommen kann, wo man Angebote schafft, das wäre einfach an der Stelle zu klein. Deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wie sehen alternative Konzepte aus? Was sind Möglichkeiten? Wie schaffen wir es, auch Mobilfunk, Internet in den letzten Bereich zu bekommen, dass man arbeiten kann, dass man vor Ort, denn der Arbeitgeber kommt nicht immer zu einem. Wir wollen ja möglichst flexible Arbeitsbedingungen auch schaffen. Wir wollen es schaffen, dass wir überall arbeiten können. Wir wollen möglichst viel Freizeit, gerade die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dafür brauchen wir den Breitbandausbau, bei dem wir, wie der Minister schon gesagt hat, im Digitalisierungsindex inzwischen auf Nummer 1 waren bei denen, die größte Steigerung hatten. Wir müssen uns die Frage stellen, wie kriegen wir es hin, auch in den abgelegensten Orten Mobilfunk hinzukriegen. Wir haben darüber gesprochen in der Aktuellen Stunde, wie wir mit Feuerwehren umgehen, wie wir es hinkriegen, dass wir die zentralen Orte unterstützen können, dass wir mit einem großen Programm es hinkriegen, dass diejenigen, die sich ehrenamtlich für das Leben im Dorf, für das Leben im ländlichen Raum einsetzen, dass die unterstützt werden, dass die auch für ihr Engagement belohnt werden. Natürlich ist auch die Frage, wie kriegen wir die medizinische Versorgung? Auch das war, wenn man so abrundet, die gesamte Landtagsdebatte in dieser Woche hat viele Punkte aufgegriffen, die medizinische Versorgung. Und da greife ich auch gerne nochmal die Worte auf, nicht nur Telemedizin, auch Telematik. Wie können wir es hinbekommen, dass man nicht immer nur einen Ansprechpartner hat, sondern auch, dass man die Daten vor Ort übermitteln kann. Wir müssen an neuen Konzepten arbeiten und wir müssen uns auch überlegen, wie kriegen wir es hin, auch gerade diejenigen zu unterstützen, die Ideen vor Ort haben. Wir sprechen darüber, wie wir auch am Rande jetzt von den großen Zentren bei uns im Land Innovationszentren gründen können, die Ideen
auch dort weiterentwickeln können. Aber gleichzeitig müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass die dann auch in die Fläche gehen können, dass die unser wunderschönes Bundesland nutzen können, um dort zu leben und zu arbeiten. Und dann, um sich konkret anzugucken, was wir im Antrag, in diesem zusammengepuzzelten Antrag der Fraktion Die Linke haben, da muss ich sagen, ich bin bei Punkt 1 ein bisschen enttäuscht. Denn bei Punkt 1, dieses Bekenntnis hat keinen richtigen Mehrwert. Und einfach nur reinzuschreiben, was passiert ist in Jahren, dafür ist dieser kleine Punkt und dieses Thema, dieses zusammengewürfelte, viel zu schwach. Also ich finde es ziemlich unangemessen, das einfach so dort reinzuschreiben. Was wir im Punkt 3, die geforderten Maßnahmen, finde ich auch gerade diese Frage, wie wir es hinbekommen, natürlich auch mit die ständige Abwägung, die wir in der Landesregierung, die wir in den Landeskoalitionen, die wir als Landtag, die wir in Ausschüssen machen, der Fragen, was bedeuten die für den ländlichen Raum, die nehmen wir ja schon vor. Wir haben als Fraktion jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir können Experten nennen. Wir können dort unsere Expertise und die Expertise vieler anderer einbringen, um diese Abwägung zu machen, die auch schon im Vorfeld gemacht wird. Wir haben im nächsten Punkt, wir haben schon gehört, gerade auch die Frage der Verfassungsänderung. Wir haben die Frage des Expertengremiums, ein Expertengremium, wie es auf Bundesebene vor sieben, acht Monaten eingesetzt wurde. Unser Expertengremium soll auf den Erkenntnissen, auf dem Bericht der Bundesexpertenkommission aufbauen, steht in diesem Antrag. Die Expertenkommission wird voraussichtlich frühestens nächstes Jahr, übernächstes Jahr fertig sein, den Bericht haben. Wenn wir dann auf diesem Bericht aufbauen, denke ich mal, werden wir es so auch gar nicht mehr schaffen, überhaupt dort zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Frage, die an einer Stelle nur aufgeworfen wird, Sie haben es gerade schon gesagt, in der Bayerischen Landesverfassung ist auch noch der Begriff Arbeitsbedingungen mit dran. Der taucht in dem Antrag der Fraktion Linke an einer Stelle auf und das ist die Forderung, dort in die Verfassung reinzuschreiben, nicht nur die gleichwertigen Lebensbedingungen, sondern auch die Arbeitsbedingungen. Ansonsten wird auf diesen Passus nirgendwo hingewiesen, es wird nirgendwo untermauert und es wird auch nicht die Frage erklärt, was genau mit der Schaffung der gleichwertigen Arbeitsbedingungen jetzt an dieser Stelle gemeint ist. Vielleicht ist auch der Versuch, uns etwas unterzujubeln und dann irgendwann nochmal eine Debatte anzuregen und dann zu sagen, wir haben es falsch aufgenommen, wir haben es falsch verstanden und war ja alles falsch, was wir gesagt haben. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass in der Einbringungsrede heute ein Großteil dieser Rede auch darin bestand, die Vorhaben, Initiativen und Visionen unserer Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wiederzugeben. Zu sagen, dass wir auch wirklich die Vorhaben, die dort sind, die Ideen, die dort sind, umsetzen können. Meine Damen und Herren, denke, dass wir alleine aus Sicht der Handlungsfähigkeit des Landtags und der Landesregierung genug Gründe haben, um den vorliegenden Antrag abzulehnen, obwohl das Thema der ländlichen Räume, das Thema, wie wir es hinbekommen, für alle Menschen in diesem Land, egal ob sie in großen Städten leben, egal ob sie in dem kleinsten Dorf mit nur 5 Häusern wohnen, vergleichbare Lebensbedingungen zu haben, dass man vergleichbare Chancen hat, auf die Daseinsvorsorge zuzugreifen, dass man dieselben Chancen hat, sich zu entwickeln, dass die Kinder dort aufwachsen können und die Potenziale unserer Gesellschaft auch in Zukunft der digitalen Möglichkeiten nutzen können, um so unser Land voranzubringen und unsere Wirtschaft und die touristischen Bereiche, all dieses weiterzuentwickeln. Und ich hoffe, dass wir da auch noch in Zukunft viel darüber diskutieren können, aber diesen vorliegenden Antrag werden wir ablehnen. Vielen Dank.